Wohnst du in Berlin oder Heidelberg, dann gehörst du zu den Glücklichen, die in einer C40-City wohnen. Das heißt mit Low-Emission-Zones, Ultra-Low-Emission-Zones, ULEZ, ULEZ. Du Glücklicher, in der Zukunft werden dir pro Tag 2500 Kilokalorien zugestanden, die du verzehren darfst. Dazu gehören dann 90 Kilo Milchprodukte pro Jahr, dazu gehören 18 Kilo Fleisch, das wären zwei Steaks pro Woche ungefähr. Das ist dann, was du essen darfst. Wisse bitte auch, dass du pro Jahr 8 neue Kleidungsstücke kaufen darfst. Ob die Unterhosen dazugehören und die Slips für die Damen, das ist undeutlich und wird auf der Site dieser Irrsinnigen, die angetrieben werden durch den World Economic Fund, das Forum und andere, das lassen sie uns nicht wissen. Wisse du aber auch, denn das steht auf ihrer Website, dass dir alle 2 Jahre ein Flug zugestanden wird. Wohlgemerkt kein Langstreckenflug. Davon ist keine Rede. Ein Kurzstreckenflug, der unter 1500 Kilometer bleiben muss. Also mit Urlauben, die da über 1500 Kilometer hinausgehen, da wird das nichts mehr. Das kannst du dir abschminken. Wenn du ihm denkst, naja, gut, nach Südfrankreich oder den Süden Spaniens, da komme ich auch mit dem Auto hin. Das wird eine schwierigere Angelegenheit, denn ihr lieben Leute, wenn ihr in Berlin oder Heidelberg wohnt und es gibt, denke ich, noch andere C40 Cities in Deutschland, dann werden 190 Fahrzeuge pro 1000 Personen in so einer Stadt erlaubt. Klingt wie 1984, wie 1984. Nein, klingt nicht so, ist schlicht und einfach so. Und so wandelt man dann eine Wirtschaft um. Wer unter Aufgewachten da denkt, es werden irgendwo mal Grenzposten stehen und Mauern errichtet, du wirst erschossen, wenn du aus der 15-Minuten-City ausbrechen willst. Natürlich wird es nicht so sein, denn diese Damen und Herren, die sich dafür eine globale Elite halten, möchten doch gern den demokratischen Anstrich erhalten. Das heißt, zusammen mit deiner digitalen Identität, das geht dann von Personalausweis über Pass bis hin zu Impfpass bis hin zu Bankkarte, die dann allerdings den digitalen Euro enthalten wird, dann kriegst du noch einen digitalen Pass mit draufgedrückt, der dann deiner sozialen Haltung Ausdruck gibt. Das heißt, wenn du aufmuckst, werden dir soziale Punkte abgezogen. So wird dann deine Zukunft aussehen. Das mit einem lebenslangen freien Einkommen, das der ominöse Staat dir gestattet auszugeben, aber halt nur für diese Dinge, die stipuliert werden durch diese C40-City-Erfinder, die schlicht und einfach Altstalinisten sind oder Maoisten. Man kann da noch ein bisschen tiefer graben. Den Kommentatoren, die dann immer anfangen mit, wo sind die Fakten, beweis das, sag mal. Wissen ist eine Hohlschuld. Ne? Es ist natürlich so eine Taktik von solchen Leuten, da immer zu kommen mit, wo steht das? Ist das wahr? Fake News? Ja, da müsst ihr schon mal selber gucken. C40 Cities lässt sich ziemlich leicht finden, genauso wie 15-Minuten-Städte. London gehört dazu und dem Bürgermeister von London, Herrn Sadiq Khan. By the way, wenn man da Französisch spricht, Sadiq heißt Sadista, sadistisch. Natürlich nicht sein Name, aber das lässt schon daran denken, wenn man tausenden nicht so verdienststarken Familien in dem Großraum London die Möglichkeit nimmt, selbst zur Arbeit zu fahren. Aber dies ist diesen Leuten ganz egal, denn du wirst an die Wand gefahren. Du als Bürger, freier Bürger in einem freien Land, frei nach Willy Brandt, das war mal gestern. Heute ist das Technokratie, heute ist das computergesteuerte Unterdrückung durch Leute, die scheinbar den Verstand verloren haben, die aber dabei sind, ein System aufzurichten, das Asien, Afrika, kurz den BRICS-Ländern Paroli bieten soll. Wenn du dabei auf der Strecke bleibst, ja, im Krieg gibt es nun mal Collateral Damage, also den Kollateralschaden. Von jetzt ab darfst du dich als Kollateralschaden betrachten.